Hallo, hier sind Jan und Marco von Deck 13 und ihr habt ja schon mal von Bertram Fiddle gehört, davon haben wir euch schon mal was gezeigt. Jan Wagner von Cliffhanger hat es auch schon mal gespielt und das Spiel ist jetzt im Kickstarter und Marco, wie macht es sich denn da? Ja, im Moment haben wir noch 13 Tage vor uns und etwa die Hälfte, die noch gebackt werden müsste. Deswegen brauchen wir ganz, ganz viel Hilfe von euch, damit wir diese zweite Episode an den Start bringen können. Ja, cool. Und da haben wir uns auch was ausgedacht. Und zwar ein super geiles Dankeschön an euch. Und zwar ist der Plan, ihr backt das Projekt auf Kickstarter, Bertram Fiddle 2. Und wenn ihr das gemacht habt, dann schickt ihr uns einen Screenshot, wo wir sehen, dass ihr das gebackt habt. Und dann kriegt ihr eine Dankeskarte. Die haben wir hier auch parat liegen, oder Marco? Direkt gut vorbereitet. Zu der Dankeskarte gibt es jeweils eine unglaubliche Tüte, Deck 13 Gummibärchen und die hervorragenden Dankeskarten. Hey, wir sind gut vorbereitet. Unterschrieben vom ganzen Team als kleines Dankeschön. Aber das eigentliche Dankeschön, was ihr kriegt, ist ja ein sehr, sehr geiles Point-and-Click-Comic-Adventure-Spiel. Und das kriegt ihr ja, wenn ihr das Produkt backt auf Kickstarter. Mit eurer Hilfe kommt es zustande. Und ja, es gibt auch ein sehr cooles Video nochmal auf Kickstarter. Guckt euch das an und dann könnt ihr entscheiden, ob es das wert ist oder nicht. Wir haben uns in den ersten Teil ja schon verliebt, fanden den total geil und wollen sehr, sehr gerne natürlich euch mehr über den zweiten Teil erzählen, wenn es denn dazu kommt, dass der Kickstarter finanziert wird. Und wie Marco gesagt hat, ist noch ein bisschen Zeit, aber nicht mehr viel. Und ja, alles, was ihr gerne unterstützen wollt, könnt ihr gerne tun. Und wir werden euch noch ein bisschen was über das Projekt erzählen in den nächsten Tagen. Also dann, danke fürs Zuschauen und mal schauen, ob wir von euch eine Einsendung bekommen. Hello there. I'm Bertram Fiddle, leading Victorian explorator. You may have seen the first episode of my comedy point-and-click adventure game series, A Dreadly Business. Ooh, what's that? An adventure? Yeah, sure. In it, I demonstrate my sleuthfulness and track down Jeff the Murderer to his home. But unfortunately, the dastardly little villain gives me the slip. And as Lord Arthwipe still hasn't rewarded me, I need your help to put a stop to his murderings and catch him once and for all. Episode 1 got some great reviews, but I want to make episode 2 bigger and better and more puzzlier. I think it's a marvelous idea. I really believe this could be the best point-and-click adventure series ever. In your pocket. The wonderful ladies and gentlemen at Rumpus have been working late at night to come up with a twisted tale full of intrigue and mystery. And we have a whole host of new and old characters. Stroll down the docks and meet old Bimothy Mulch. There's something fishy about him. Find out who or what is lurking on the moors. Discover the dark secrets of Wretchedly Hall. Welcome to Wretchedly Hall. And finally uncover the true identity of Jeff the Murderer. The more backers we get, the greater this adventure will be. So please tell your friends, your neighbors, that strange man you sometimes see in the supermarket. Let's make this adventure happen. I have so many adventures inside Melvis of me. Melvis here is gonna donate 50 shillings, aren't you, Melvis? Huzzah! What's that, Marvo? You think everyone should back this project?